So, ein weiterer Stand, wo es Pflicht ist hinzugehen, und zwar natürlich der Sponsor für meine tollen Pullis. Ich habe den Hashtag geprägt, übrigens ich und mein Pulli. Okay. Und alle finden das sehr geil. Und selbst der Chef, Deutschlandchef, meinte, ich mache ganz Verwerbung für euch. Es ist ja auch auf jeden Fall fraglos der beste Pulli, den es gibt. Wirklich, wirklich. Der ist so hart gemütlich. Guck mal, der winkt schon, der will auch einen haben. Das war mal. Ich habe schlechte Nachrichten für alle Pulli-Freunde, aber... Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich alle ausgeflogen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja um Lautsprecher bei Void. Und zwar, ihr habt was gebaut, was Void untypisch aussieht. Das sieht mir total lieb aus und nicht so bunt wie sonst. Wir haben neu jetzt auf der Messe sind die Arcline 118 Bässe und die Arcline 218 Bässe. Mhm. Wenig überraschend handelt es sich dabei um einen Single 18er und einen Doppel 18er. Ja. Ganz klassisch Bassreflex mit einem geflairten Port. Absolut State-of-the-Art-Produkt. Bei dem Treiber wurde mit einem großen Hersteller zusammengearbeitet. Wie man sehen kann, ist alles da, was man von modernen Touring-Bass erwartet. Wir haben für Cardioid Endfire-Anwendungen haben wir die Speak-On-Buchsen an der Front. Ich bin ein Fan von, dass man die vorne hat. Wirklich. Es ist einfach toll. Sieht einfach schicker aus, ja. Wie man auch sehen kann, man kann die Single-18er und die Doppel-18er super kombinieren. Mhm. Wir könnten zum Beispiel hier jetzt ganz simpel den umdrehen. Stecken ihn halt um, laden das Cardio-Preset auf unsere Endstufen und fertig. Ach cool. Das heißt, alles funktioniert. Ich habe halt zu dem einen schon ein Cardio-Stack, was... Oder? Hast du schon ein Cardio-Stack? Du kannst das Ganze natürlich noch optimieren, und wenn du halt mehr Effekt haben willst. Aber ansonsten haben wir hier... Wir haben Stativaufnahmen auf dem Deckel und auf der Unterseite und an den Außenseiten jeweils. Das ist... Wobei ich sagen muss, du sagst schon richtig, erstmal sind viele überrascht. Nur man muss eins sagen, für einen ganz normalen Doppel-Single-18er. Für einen Touring-Bass. Sieht es schon, meine persönliche Meinung, wirklich gut aus. Das ist ein schickes Produkt. Ich finde es schick, keinesfalls. Also das ist zwar ungewöhnlich für Void, sag ich mal, dass es nur schwarz ist, aber es sieht trotzdem schick aus. Also nicht falsch verstehen, das ist wirklich gut. Ich kann schon mal ein bisschen was verraten. Es gibt dann so ein paar Sachen, die vielleicht noch interessant sind, wenn wir gerade bei der Optik sind. Für viele vielleicht unwichtig. Ich finde es ein schönes Detail. Er wird mit schwarzen Rollen ausgeliefert, die im schwarzen Metall sind. Nicht die Blue Wheels, ja. Genau, du hast nicht die typischen Blue Wheels, gerade für eine Situation, wie du, wir haben hier die Rollen abgenommen, wie du vielleicht gesehen hast. Ja, habe ich gesehen, ja. Aber für eine Gala-Anwendung kann das halt einfach auch mal so, wo der Gast dahinter gucken kann, schon mal einfach einen, ist nur eine ganz kleine Sache, aber doch irgendwie voll typisch. Die Details machen es. Genau, und sonst vom Output her, wir haben eine Belastbarkeit von Single 18er von 1500 Watt. Das ist aber schon amtlich. Genau, es ist ein State-of-the-Art-Treiber. Ja. Der Bass spielt runter auf 30 Hertz, minus 3 dB. Der Doppel-18er, wenig überraschend. Mal jemand hat minus 3 dB angibt, es gibt so viel, ich mag es nicht, die sagen, ja, und das spielt auf 20 Hertz auf minus 10 dB. Ja, das sagt mir gar nichts. Also, ja, so sieht es aus. Mal ein ordentlicher Hersteller, der es ordentlich angibt. Also das ist schon mal... Genau das. Und der Doppel-18er ist dann wenig überraschend 3000 Watt, wobei er zweimal 8 Ohm ist. Das bedeutet, die Treiber sind auf 1 plus minus und auf 2 plus minus. Ah, die sind nicht parallel? Die sind nicht parallel. Okay. Das heißt, es gibt dir als Operator jegliche Möglichkeit, da herumzuspielen, da Sachen auszuprobieren. Da gibt es einfach viele Möglichkeiten, was man machen kann. Sind da beide Pappen in einem Gehäuse oder ist es trotzdem noch getrennt? Also es sind beide Pappen in einem Gehäuse. Okay. Und ich tue mich immer schwer, über Sound zu reden. Ja, für mich es ist das ist ein schwer. Produkt, was nicht zu klingen hat. Und ein befreundeter Techniker, der nichts mit der Firma zu tun hat, der bei der Entwicklung geholfen hat, gesagt, er klingt wie ein Studio-Bass. Und das ist schon halt ein das. Vergleich. Genau das. Schon so ein er Kompliment. Klingt nicht. Es kommt was rein und es kommt was raus. So wie du das halt haben möchtest. Du hast hier keinen typischen Hornkick oder du hast hier keinen 50 Hertz gebrummelt. Also es ist kein Zweitongenerator wie so ein Scoop. Genau das. Es ist halt auch nicht so, dass dieser Bass ultra tief getuned ist. Wir haben viele andere Konkurrenzprodukte, die im Bereich deutlich unter 30 Hertz ihre Tuningfrequenz haben. Aber garantiert nicht so schnell sind genau und, so, das. Und so musikalisch. Und das haben wir halt hier nicht. Wir haben hier, ich sag mal, eine sinnvolle Tuning-Frequenz. Ja, kann man sagen. Diese 30 Hertz werden auch nicht im Preset erreicht. Das heißt, es ist kein Booster involviert. Der Bass spielt seine 30 Hertz minus 3 ohne Preset. Was man dann machen möchte damit, wenn du wild bist, boostest du, wie zum Beispiel ich. Kann ja jeder machen. 26 Hertz oder so. Und dann hast du wieder den Output, wie es halt bei einigen anderen auch der ist. Der Basswandbauer schlechthin. Genau. Und, aber es macht dann halt einfach Spaß, dass man einen Bass hat, den man auch mal höher trennen kann. Oder
nicht diese typische, sorry, Line-Array-Lücke hast, wenn du mit kleineren Line-Arrays arbeitest, ist oft so leider, von 80 bis 300, da ist keine Dynamik da. Ja. Solche Probleme hast du mit dem Produkt nicht. Also ist trotz 18er hoch ankoppelbar ans Top. Definitiv. Keine ultraschwere Pappe, die da nur so ein bisschen rumgrummeln kann, überhaupt nicht. Sehr dynamischer, sehr schneller Bass. Sehr schön. Und genau sieht man das. Ich finde, schöne Optik, muss man wirklich sagen, ist ein schöner Bass. Und ich glaube, ich wage es zu behaupten, dass ich Void damit auch ein bisschen an den normalen Touring-Markt, sag ich mal, anpassen will, dass man das, wenn ein LKW rollt, vor die Bühne stellt und dann das schöne Arc da oben drauf. Genau, und worauf auch sehr geachtet worden ist, ist, dass die Gruppenlaufzeit, das Group-Delay, halt sehr gering ist. Das heißt, es ist auch ein sehr schneller Bass einfach, wo man dann schon wieder fast Probleme hat, weil halt jetzt Wummere fehlt. Und dafür gibt es aber auch andere wahrscheinlich und da kann man wahrscheinlich ein bisschen nachtunen. So sieht es aus. Nehme ich mal an. Und alles klar. Ja. Wunderschön. Laurin, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Schönes Video, schönes Produkt auf jeden Fall. Und wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal den Link zu den ganzen Lautsprechern und bei voidacoustics.com, wenn ich das richtig habe. Genau. Sonst, ich bin morgen noch auf der Messe. Und du früher? Ich muss früher kann gehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Der Touring-Schedule lässt mir keine Wahl. Es gibt Clubs zum Einstellen und da muss ich sein. Und wir müssen bei Facebook verfolgen. Also auf jeden Fall werde ich noch einen Link unten rein posten. Sehr interessant, was du für Videos hochlädst und ganzen Einmessen und so. Ich gucke die immer sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, alles klar, dann vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.